what I try and do is to keep my arm nice and level. So keep my arm level and keep it nice and straight right down the middle. There's no secret really, it's just a matter of concentration, plenty of practice, and keep your arm nice and straight. Okay. And just use your elbow. Klingt einfach, sieht auch so aus. Wer einmal Dart gespielt hat, weiß jedoch, das ist es nicht. Um diese winzigen Felder geht es und um massig Geld, zumindest in England. Spezielle Konzentrationstechniken braucht Taylor deshalb nicht. Es gibt etwa 400.000 Euro für den Gewinner, also knapp eine halbe Million. Da hast du deine Konzentration. Du spielst gegen wirklich gute Gegner. Ein kleiner Fehler und du verlierst das Spiel. Also musst du dich konzentrieren. Um sie zu treffen, die Triple 20. Dreimal hintereinander bringt die höchste Punktzahl, Begeisterungsstürme des Publikums und das charakteristische Brüllen des weltberühmten Callers Russell The Voice Bray. 180! Diesen Schrei hat Phil Taylor schon etliche Male gehört. 16 Weltmeistertitel, seit 94, jedes Jahr im Finale. Er ist der beste Dartspieler aller Zeiten. Heute Abend ist die Legende in Köln. Vor der EM in Belgien spielt er ein Showturnier im Gigacenter am Rudolfplatz gegen Spieler aus der Region. Die Hütte ist voll, alle sind nur wegen einem hier. The Power. Immer Power. Ja, genau. Er ist der Beste. Er ist der Beste in der Welt und ist von England. Ist schon Wahnsinn, was er noch, ich sag mal, leistet. Der Dartgott und der wird in der Richtung auch nicht mehr wieder erreicht werden. Vom Turnier in Köln dürfen wir keine Bilder zeigen. So steht es in Taylors Profivertrag. Und der gehört dazu. Denn Dart ist in Deutschland zwar nur hobbymäßiger Kneipensport, in Großbritannien jedoch professionell betriebene Unterhaltungsindustrie. Dart ist mein Leben. Es hat mich zum Multimillionär gemacht, ist also sehr besonders für mich. Doch auch Phil Taylor wirft seine ersten Dartpfeile im Pub. Erst mit 28 Jahren entscheidet er sich für den Sport und gegen seinen Job als Metallarbeiter. Ich konnte einfach nicht davon leben. Es war ein sehr schlecht bezahlter Job und nicht wirklich mein Ding. Dart fiel mir viel leichter. Dann habe ich ein paar Wettbewerbe gespielt und habe angefangen, damit Geld zu verdienen. Zu der Zeit hatte ich drei Jobs. Da dachte ich, mache ich lieber das, als in einer Fabrik zu arbeiten und Autos für Leute zu reparieren. Inzwischen ist er ein Promi, zumindest in England. Um der berühmteste Dartspieler der Welt zu werden, musste Taylor viele Pfeile werfen. Täglich übt er zu Hause, egal in welchem Zimmer. Ja genau, ich habe immer eine Dartscheibe in der Küche. Nein, in Wirklichkeit ist die in meiner Garage. Meine Garage ist wie ein Wohnzimmer. Nicht alleine in der Garage, sondern vor einem Millionenpublikum spielt Taylor im Januar. Dann steigt das Finale um die WM-Krone. Russell The Voice Bray ölt schon mal die Stimme. 180!